Meine Damen und Herren, bitte einsteigen zur Straßenbahnrundfahrt durch Dresden. Dresden, die türmerreiche Barockstadt am Elbestrom, ist eine Stadt der lesendsten Kunstschätze. Sie ist ein Kulturmittelpunkt Deutschlands. Dort links, auf einem Teil der ehemaligen Stadtmauer, sehen Sie die Brühlsche Terrasse. Im vergangenen Jahrhundert nannte man sie zu Recht den Balkon Europas. Rechts erhebt sich über der vielgegliederten Stadtsilhouette der schlanke Glockenturm der katholischen Hofkirche. Eine heitere Melodie italienischen Spätbarocks. Wir kommen nun zur größten Kostbarkeit Dresdens, dem weltberühmten Zwinger. Dieser monumentale Festhof ist eine Schöpfung Daniel Pöppelmanns, der ihn im Auftrage des kulturschöpferischen Barockfürsten August der Starke erbaute. In diesem dekorativen Rahmen fanden einstmals farbenprächtige Aufzüge und heitere Maskeraden statt. Zwinger schließt sich die Gemäldegalerie an, eine der reichsten und schönsten Bildersammlungen Europas. Ihr kostbarster Besitz ist Raphaels Sixtinische Madonna. Unsere Rundfahrt führt uns weiter zum staatlichen Opernhaus, das dort hinten hervorschaut. Vorbei an der Altstädter Hauptwache, die nach Plänen Schinkels erbaut wurde. Im Opernhaus dieser klassischen Stätte deutscher Musik wirkten Karl Maria von Weber, Richard Wagner und alle bedeutenden Werke von Richard Strauss erlebten hier ihre Uraufführung. Der Oper gegenüber breitet sich Dresdens schönster Platz, der Adolf-Hitler-Platz. Dort rechts liegt auch das Schloss. In seinem Stallhof wird der kämpferische Geist vergangener Zeiten durch die Turnierspiele wieder lebendig. Im Schlosshof treffen wir auch auf einen in der ganzen Welt bekannten Namen, das Grüne Gewölbe. Es ist berühmt durch die kostbaren Schöpfungen der Goldschmiede, die kunstgesinnte Fürsten, einem Märchenschatz gleich, hier vereinten. Nun nach dem Neumarkt weiter. Hier erhebt sich das Wahrzeichen der Barockstadt Dresden, der gewaltige protestantische Dom, die Frauenkirche. Sie ist das unsterbliche Werk des Dresdner Ratsbaumeisters George Behr.
dort schaut das alte Dresdner Rathaus hervor. Es liegt am denkwürdigsten Platz Dresdens, dem Altmarkt, heute ein Brennpunkt des Verkehrs. Die hier seit alters ansässigen Blumenfrauen mit ihrem geruhsamen Treiben stehen dazu in freundlichem Gegensatz. Den Altmarkt überragen die Kreuzkirche und weiter hinten links der gewaltige Turm des neuen Rathauses. Von seiner Höhe haben wir einen reizvollen Blick auf die Stadt. Davon wölbt sich die riesige Kuppel der Frauenkirche. Weiter links sehen Sie die Türme der Hofkirche und des Schlosses. Ganz hinten im Dunst erheben sich die sanften, weinbebauten Hänge der Lößnitz. Und dort über dem großen Häusermeer, ganz weit im Osten, grüßen die Berge und Wälder des Weißen Hirsch herüber. Über uns aber, seine glücksehende Hand über die Stadt ausbreitend, steht der Rathausmann, Dresdens höchste Persönlichkeit. 6 Meter hoch ist diese strahlende Figur. Daran können Sie die Größe dieses monumentalen Rathauses ermessen, das von Karl Roth auf dem Gelände der ehemaligen Festungsmauern in modernen Barockformen erbaut wurde. Die verlockenden Auslagen der geschäftsreichen Verkehrsstraßen werden vor allem unsere Damen erfreuen. Zeigen sich doch hier auch die Dresden eigenen Kostbarkeiten. Dort das weltberühmte Meisterporzellan. Und hier das nicht weniger bekannte sogenannte Dresdner Hofsilber. Dresden ist auch bekannt als die Stadt gepflegter Parkanlagen. Die schönste und prachtvollste ist der große Garten, an dem wir jetzt entlang fahren. Einstmals war hier der Schauplatz rauschender Feste des kursächsischen Hofes und auch heute noch umgeben das Palais im großen Garten die sinnenfreudigen Plastiken dieser galanten Zeit. Diese symbolische Figurengruppe heißt Zeit raubt die Schönheit. Schönheit entschwindet, aber Gesundheit ist wertvoller. Und so sehen Sie dort ein neues Symbol. Der Weg zur Gesundheit, das Deutsche Hygienemuseum. Mit seinen vorbildlichen Lehrschauen und dem Wunderwerk des durchsichtigen Menschen dient es der Volksaufklärung in der ganzen Welt. Abschluss unserer Rundfahrt führt uns elbaufwärts an den sogenannten Albrechtsschlössern entlang. Dann nach den Hängen des Weißen Hirsch, dessen berühmte Sanatorien Gäste aus aller Welt aufsuchen. Über die erste Hängebrücke Europas, ihres Anstriches wegen im Volksmund das Blaue Wunder genannt, und dann mit der Schwebebahn hinauf auf die Höhen von Oberlauschwitz. Von hier oben haben wir abschließend einen großartigen Blick auf die weite und schöne Stadt am Elbestrom. Und hiermit, meine Damen und Herren,
ist die Stadtrundfahrt beendet.